Hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 2 Among Thieves. Den ersten Teil habe ich durchgespielt. Zweimal durchgespielt. Einmal auf der PS3 und einmal auf der PS4 in der Nathan Drake Collection. Und dann ist ja klar, dass ich den zweiten Teil spiele. Das mache ich hiermit. Auch aus der Nathan Drake Collection, also PS3 ist abgehakt. Habe ich zwar auch, aber habe ich quasi nie gespielt. Nur den ersten Teil. Und 2 und 3 habe ich hier einfach liegen. Bisschen schade drum, aber die Nathan Drake Collection gab es bei GameStop für 10 Euro. Hört euch das mal an. 10 Euro für die drei Spiele. Hammer. Ja. Machen wir einfach ein neues Spiel. Und schauen, wie das mal so ist. Ich spiele es auf einfach. Es ist schwer genug. Deswegen, ich spiele es auf einfach. Keine Schande. Ich möchte es auch storymäßig einfach nur mitbekommen. Ich möchte jetzt hier nicht die große Herausforderung. Ich schalte mal so. Marco Polo. Das ist ja schon mal ein netter Start. Ich würde sogar sagen, ich mache hier den Sound lauter. So. Ich möchte hier nach links wahrscheinlich. Nee. Ich check jetzt gerade nicht genau. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke. Oh Kacke, oh Kacke. Es fällt gleich alles zusammen, wenn ich zu langsam bin. Holy moly. Jo. So fängt also Uncharted 2 an. Cool. Okay, bisher relativ intuitiv.
Oh wow, mir bleibt aber auch gar nichts erspart. Bin ich mal gespannt, wie wir in diese Situation überhaupt gekommen sind. Müssen wir wahrscheinlich durchlaufen, weil er dann so runterrutscht. Renn! Natürlich. Holy moly. Und jetzt so irgendwie 2 Wochen davor oder so. Oder einen Monat. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich habe einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein, du bist ja verrückt. Ja, lass mich aus. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen einen, sind. Der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man 2 für den Job braucht. Nein, nein, nein. 3 braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler. Mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Kahn hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und 1,5 Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen. Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan.
Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass Keine Frage. Drauf. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Okay, das ist also die grobe Rahmenhandlung. Ich mache hier den Sound trotzdem noch ein bisschen lauter. Ups. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber müsste eigentlich immer noch passen. Ich bin ziemlich nah am Mikro dran, deswegen. Ach, Kacke, ich habe nicht geguckt, wie viel Uhr es ist. Warte mal. Ich such mal eben meine Uhr. Ach, mein Handy. Es ist Viertel vor. Oh, meine PS4 hart am Schuften. So ist Viertel vor. Wie lange haben wir jetzt schon? Sagen wir 10 Minuten. Ja. Machen wir noch ein bisschen. Obwohl, den ersten Part mache ich ein bisschen kürzer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.